herzlich willkommen zurück zu Let's Play Assassin's Creed Rogue. Wir haben vor uns einen königlichen Konvoi und den werden wir jetzt versenken. Und zwar sowas von. So. Das Ding wäre weg. Wo ist der Konvoi? Da ist der Konvoi. Einmal die Mörser bitte. Opala, jetzt habe ich die zu früh abgeschossen. Nee, doch nicht. So. So. Zack, ruf damit. Wo sind die. Ah, da sind die Typen. Ich würde mal sagen, das sitzt. Das Feuer. Das Feuerchen, das sitzt aber mal so richtig. So, schauen wir mal. Aua. Aua, 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 aua. Solche Assis. Was erlauben die sich? Und zack. Der Kampfesgrad wurde erhöht. Ist mir scheißegal. Denn dort liegt ein königliches. Ein königlicher Konvoi. Man will es nicht versenken. Wir müssen jetzt entern. Freunde. So, zum Entern halten. Ja, einmal richtig hindrehen. So. Ja, den Rest machen unsere Männer. So, 15 Typen von der Crew töten. Und ihren Captain. Den Captain am besten jetzt schon. Nicht, dass er uns nachher noch zum Problem wird. Na komm. So, den Captain, den haben wir. Ah, das mit, ja, mit dem Joystick ist das ein bisschen ein Problem. Wie bereits schon gesagt. Öfters gesagt. So geil ist das hier nicht mit dem Ding. Boom. Tschüss. 8 von 15. 9 Kugeln habe ich noch. Aber jetzt springen unsere Männer schon rüber. Reinde! Warte doch auf mich! So, hoch da. Und zack. Ja, komm, ich da. Du minus 1. Ah, scheiße. Aber unsere Crew kämpft wacker. Ja. So wacker, die könnten glatt bei Burghausen spielen. Ah. Komm, einer noch. Das bist du. So. Zack. Aufgeben, bitte. Damit hätten wir den königlichen Konvoi geentert. Mal schauen, was wir da jetzt alles kriegen. Ich habe keine Ahnung. 2300 Pfund, 184 Metall. Schiff ausschlachten ist natürlich geil, aber wir fügen das Schiff zu Cormacs Flotte hinzu. Ne? Das kann man sich nie entgehen lassen, so ein Schiff. Würde ich jetzt mal ganz stark behaupten. So, Freunde, ich, ach du Scheiße. Ich denke das Ding mal. Da hinten ist ein Piratenjäger. Aber der soll uns mal nischt in. Na okay, vielleicht interessiert er uns doch ein bisschen, wenn der jetzt näher kommt. So. Na, der dürfte wieder außen. Was war das denn? Nee, oder? Nicht deren Ernst. Das ist jetzt nicht deren Ernst. Wir haben die mit einer Mörserladung komplett zerfickt. Um das mal hart auszudrücken. Aua! Mal reinschießen. Jetzt steht ja einer da.
Benzin. Oh. Schießen eigentlich unsere anderen Crewmitglieder auch nicht da drauf? Also die an den anderen Drehbassen? Weil vorne haben wir glaube ich auch mal welche. Oder an den Packelgewehren, wie die Dinge heißen. Ah, dann habe ich sogar getroffen. Hallo. Ah, das rennt da weg. So, also 5 von 10 immer noch. 6 von 10. Ich kriege noch 7 von 10. 8 von 10. Ja, das war's. Aber 8 von 10 ist doch nicht so schlecht. Oh, nicht das Adlerauge. So, das war's. Solche Nulpen. Unfassbar. Ist das Schiff mit einer Mörserladung down. Also, die haben sie eigentlich nicht mal verdient, geentert zu werden. Ganz ehrlich. Die müsste man eigentlich direkt im Meer versenken. Die Typen. Also, ne. Ich glaube, ich spinne. Ich bin aber immer noch nicht an unserem eigentlichen Ziel. So. Ja. Gut, ist versenkt. Unser eigentliches Ziel liegt aber dort hinten. Ich bin mal gespannt, wie lange diese Kanonenboote da eigentlich rumstehen. Bis sie dann irgendwann untergehen oder so. Eins. Komm, erlösen wir die Dinge einfach. Ja, sollen sie untergehen. Ist mir nur recht. So, dann retten wir hier mal die Besatzung. Und dort hinten retten wir auch mal die Besatzung. Weil die können wir immer wieder brauchen. Ne? Hallo, Besatzung? Schön. 2 mal 13. Oder plus 13. 13 mal Metall. So rum. Was machen die denn hier? Die suchen uns oder was? Die suchen das königliche Schiff. Ne? Aber ich halte jetzt mal wieder die Fresse, um euch ein bisschen diese Shanties zu zeigen. So, wir wären da, Freunde. Wir wären sowas von da. Und deshalb docken wir hier einmal an. Und gucken dann nach dem Aussichtspunkt, der dort oben schon ist. Also wir müssen gar nicht weit reisen. So, einmal darüber. Da dürfte hier eigentlich ja ziemlich warmes Wasser sein. Oder? Jawohl. Nee, es sieht eigentlich warm aus, aber bin ich mir jetzt nicht sicher. Weil hier überall Schnee liegt. Da komme ich nicht hoch, oder? Ne, da komme ich nicht hoch. Hier ist wieder Sperrgebiet. Ach, Freunde. Jetzt wartet mal. Sind da Zivilisten? Ja, ich glaube, wir sind Zivilisten. Na, geh weg. Oh, das hat er voll. Hat er voll gewirkt. Ah!
Na geil. Also, dann machen wir erstmal die Typen weg. So, der wäre im Arsch. Wo ist denn der Typ, der schläft? Ist der schon wieder aufgewacht oder ist der jetzt gestorben? Oh, der ist noch nicht tot. Ja, ich tu dir schon nichts. Ich will hier bloß durch. Da ist ein Shanty, aber ich würde gern wissen, wie die da hochkommen. Ah, über die Bäume wahrscheinlich. Und da hinten. Warte mal, da ist eine Truhe. Kommt da einmal. Plündern. So. Hoch da. Hoch da. Und jetzt können wir wahrscheinlich hier von hier aus irgendwo zum Aussichtspunkt. Wo ist denn der Shanty? Der ist da oben. Sollen wir den mal jagen? Na komm, wir machen jetzt mal. Ne, warte, das ist nicht der Shanty, das ist ein Fragment. Der Shanty ist dort oben. Hm. Dann gehen wir da mal hin. Wenn dort oben der Shanty ist. Ja, schnell weiter. Zack, haben wir. Haben wir. Kein Problem für uns. So, rüber und hoch. Shallow Brown heißt der Shanty. Upsala, da ist noch eine Truhe. 5700 Pfund haben wir jetzt auf der Bank. Das ist auch schon. Und wir müssen noch eine Stufe höher. We need another upgrade. So, hier da. Und da oben wäre dann unser Ziel. Dann sehen wir auch, wo genau die ganze Scheiße ist. Hier. Oder synchronisieren. Sprich, wo genau hier die ganzen Viecher sind. Oder das eine Viech, das da ist. Was hoffentlich ein Polarhase ist. So. Kann ich hier einfach... Ja, da kann ich runter. Hab mal ein Fragment eingesammelt. Und wir drücken auf die Karte. Was bist du denn? Polarfuchs, dich brauche ich nicht. Polarhase, dich brauche ich. Und da oben. Ach du Scheiße. Also, wieder da hoch. Lass mich gucken. Wo komme ich? Wie komme ich da hoch? Ach so, nee, bloß dahinter. Ich glaube nicht sogar da hoch, sondern bloß dahinter. Okay. Ja, dahinter ist eigentlich da hoch. Da komme ich nicht weiter. Da ist Endstation. Da muss ich da über den Baum hoch. Mal schauen. Da wäre noch eine Truhe. Na. Kommst du her? Der ist da hinten, der Polarhase. Kann es sein, dass der vielleicht da unten... Dass der vielleicht unten... Ja. Genau das habe ich gemeint. Dass da vielleicht unten durchgeht. Hier. Ja, aber der ist ja da oben. Kann ja nicht sein. Gibt's doch nicht. Unfassbar. Scheiß Polarhase da. Wo genau ist der, ist die Frage. Beziehungsweise, wie komme ich da hin? Also, mach mal hier hoch. Da kann ich nicht hochklettern, oder? Ne, da kann der nicht hochklettern. Nie im Leben. Komm ich denn da hoch? Weil hier unten habe ich auch noch keinen Hasen gesehen. Ne, das ist bloß ein Fuchs. Hier habe ich noch nichts gesehen. Da hätten wir noch ein Fragment. Ja, das ist ja schön und gut.
Ja, da komme ich nicht zurück, scheiße. So. Mal schauen, ob wir außen rumkommen. Ja. Also sprich, da in, Richtung Aussichtspunkt. Ja. Und dann irgendwie darüber jumpen. Ist da hinten? Kann nicht sein. Was zum Teufel? Nee. Können wir vergessen. Wie sieht den scheiß Polarhasen dazu? Vor allem nicht im Let's Play. Jetzt werde ich mal schauen, dass ich das offscreen irgendwie mache. Da hinten haben wir noch ein Schwert. Oder ein Teil eines Schwertes. Wo ist denn das? Da ist das. Das können wir noch sammeln. So gefällt mir das. Wikinger-Schwert. Okay, dann ist hier wieder bloß Scheiße. Also, gut, ich wüsste jetzt nicht, wie ich da hochkomme zu dem scheiß Polarhasen. Von daher... könnt ihr mich jetzt mal. Und zwar kreuzweise. Was haben wir hier hinten? Hinten haben wir... gar nichts. Oh, ist das ein... kanadischer... Lux? Ne, das ist kein kanadischer Lux, was ist denn das? Was wir hier haben. Das ist ein Polarwolf, den wir nicht brauchen. Unentdeckter Ort. Oh, nur unentdeckte Orte hier oben. Was ist das hier? Das ist Fort Besable. Da haben wir Biber. Oh Gott! Entschuldigung, wenn das jetzt laut war. Da ist es. Da ist der Lux. Der Polardinger. So, Entschuldigung, ich habe gerade was getrunken. Der jetzt hier geladen hat. So, warte mal kurz. Da könnten wir eigentlich noch eine Renovierung machen, aber ja, komm, scheiß drauf. Da ist unser Ziel. Nerepis. Nerepis ist es. Und dann können wir endlich uns den kanadischen, wie heißt der, Lux holen. Na, Männer, Shanty! Okay, die haben uns jetzt nicht gesehen. Oder nicht lang gesehen. Die werden uns schon nicht angreifen. Hoffe ich jetzt mal. So, meine Freunde. Jetzt aber. Jetzt aber. Oh Gott, da haben wir wieder so ein Vor. Also, Aussichtspunkte. Wo sind die Aussichtspunkte? Da hinten. Also einmal hier links am Vor vorbei. Und dann nach dahinter. Ich kann hier nicht hinter. Ich muss durch das Vor durch. Ihr wollt mich jetzt verarschen. Und ich komme nicht rein. Ah doch, ich komme rein. Oder? Nee, ich komme hier nicht rein. Ah doch, ich komme rein. Nein, doch, nein, doch, nein, doch. Den ersten Schlüsselträger finden. Okay, machen wir das jetzt mal kurz. So. Guck mal. Tschüss. Hier sind Bauplan. Den holen wir uns doch.
den holen wir uns doch mal schnell. Ja, komm. Ne, Bauplan mal ins Besonderen mitziehen, ne? Ja? So, dann machen wir... Exzellente Trommel, Dinger. Exzellente, irgendwas mit Trommeln war's. Diese Packelgewehre wahrscheinlich. Was sind damit gemeint? So. Der Schlüsselträger ist hier irgendwo. Ach, das war der Schlüsselträger. So, das erste Lagerhaus können wir also plündern. Der Typ guckt uns zwar dabei zu, aber das machen wir jetzt mal. Tabakstoff. Ah, Stoff. So, wo ist denn der zweite? Der ist da hinten irgendwo. So viele Leute sind hier nicht im Umkreis. So weit weg kann der nicht sein. Also wenn es die zwei nicht sind. Hoppala, Entschuldigung. Dann muss es der hier sein. Ja, der ist es. Gut, die anderen drei da hinten hätten es zwar auch sein können, aber der Typ hat so ausgeschaut. Also wäre das. So, den muss ich jetzt nicht in die Arme laufen, Leute. Schließen wir hier einmal auf. Tabak, Stoff, Stein, Holz und Metall und Schlafgranaten. Berserkerpfeile, voll Barockrumpen, voll Kugeln, voll. Tschüss. Na, willst du denn wohl hier zuschlagen? Gibt's ja wohl nicht. So, das Gebiet verlassen wir gleich. Nachdem wir hier hinten die Truhe geholt haben. Man will das Geld ja auch mitnehmen. Na? Nicht immer liegen lassen. Auf der offenen Straße da hinten ist Wohlstand. Aber naja, gut. Lassen wir es mal liegen. Da hinten ist ein ein Animus-Fragment. Lassen wir jetzt auch mal. Wobei, wenn wir da hinten sind, können wir es eigentlich mitnehmen. Na? Boah, also Assassin's Creed Rogue 100% schaffen, Bruder, da hast du was zu tun. Ganz ehrlich, also da hast du richtig was zu tun. Ach, da hinten ist der Wohlstand. Freunde. Mit gepflegten Unterhaltung. Halt da. Halt da. Setz da hoch. Dahinter können wir, wa? Nein! Oh Gott! Was war das denn, Shay? Da konnten wir anscheinend nicht hin. Da können wir auch nicht hin. Schön zu wissen. Aber irgendwie müssen wir da auch kommen. Okay, der Aussichtspunkt ist da nicht umsonst. Ja. So, jetzt aber. Hab ich's mir doch gedacht. Lager ausgeplündert. Fortfahren. Wo ist... Ah, da oben. Einmal nach links oben. Dankeschön. Wir synchronisieren. So, dann hätten wir hier den Aussichtspunkt. Und könnten jetzt dann auch gleich, hoppala, zu den Viechern gehen. Vorher wollen wir aber noch Wohlstand, aber wie komme ich jetzt zu dem hin? Das ist eine sehr gute Frage. Wie komme ich zu Wohlstand?
würde mal sagen, über den Baum hier. Auch. Nein, du sollst darüber, genau. Genau so. Passt schon. So, da, da. Sperrgebiet ist egal. Wo wäre... da hinten wäre der kanadische Fuchs. Der Luchs. Kanadische Fuchs. Nein, der kanadische Luchs natürlich. Müssen wir hier hoch? Ja, alter Shane. Komm, da müsstest du rüberkommen. Nein, ist er nicht doch. Jetzt kommt er da nicht durch. Das, alter, das ist doch ein Scherz. Ja, also, Freunde. Dann halt außenrum, wenn es sein muss. Ach, da. Wo sind die Viecher? Hm? Oh Gott, da ist ein Loch. Da hinten ist Templerkreuz. Sie markiert. Ja, da ist er doch. Ja, ich würde mal sagen, haben wir erreicht, ne? Den markierten Ort hier. Ein Templerkreuz erhalten. Das ist zwar lieb und schön alles, aber ich bräuchte so einen kanadischen Luchs mal langsam. Na? Kann ja nicht sein. Dass hier kein. Als wenn die Vieh ist. Wollen mich die verarschen? Genau hier müssten sie sein. Also hier ungefähr. Die sind nicht genau an dem Punkt, sondern die. Bewegen sich ja auch, aber trotzdem. Hier so im Umkreis, ich sehe nichts. Ich sehe gar nichts. Kann sein, dass wir irgendwie das komplette Lager ausgelöscht haben hier. Weil ich auch keinen, keinen Franzosen oder sowas mehr sehe. Ich sehe gar nichts. Hier ist nichts mehr. Ha, das ist ein bisschen komisch. Naja. Okay, damit beende ich auch hier die Folge. Ja, das war jetzt ein klein wenig komisch, dass hier nichts ist. Gar nichts. Also niemand mehr. Kein Hund, keine Katze, kein gar nichts. Ne? Aber wir werden in der nächsten Folge mal schauen, woran das liegt. Und werden dann diesen scheiß Fuchs suchen. Ne? Bis dann. Tschüss.